Lass mich doch mal anderthalb Stunden an dem Tempel sitzen. Es ist wahrscheinlich trotzdem immer noch eine bessere Leistung als dem zweiten Tempel. Den du unter Gelächter absolviert streiten durftest. Ja, genau. Und danach nicht mal gespeichert hast. Beziehungsweise ich habe gespeichert, aber ich glaube, ich habe den Save einfach gelöscht, als ich ihn Waylo geschickt habe. Was schon sehr dämlich ist. Ja. Deswegen durfte sie den zweiten Tempel nochmal über sich ergehen lassen. Ja, zweimal machen. Ahaha, alle guten Dinge sind zwei. Oh lolol. Nimm zwei. Kennst du das, wenn du so das Bedürfnis hast, irgendwie was Süßes zu haben, aber du hast nichts Süßes im Haus? Mhm. Das habe ich permanent. Das habe ich generell, wenn ich Chips zu Hause habe, dann will ich irgendwie Schokolade essen und wenn ich Schokolade zu Hause habe, möchte ich Chips essen. Warum hast du dann nicht immer beides zu Hause? Weil ich Student bin. Ja und? Ich habe kein Geld. Und ich habe keine Lust, immer einkaufen zu gehen. Und heute ist Sonntag. Touché. Hm. Ich muss heute und morgen noch arbeiten und dann nie wieder. Na doch schon, aber erstmal für eine lange Zeit nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Heißrot. Uns gehen die Themen aus, merkst du? Ja. Wir fangen an, uns gegenseitig runterzumachen. Jetzt gehen die Themen aus. Was habt ihr für Themen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Die man eventuell so in den nächsten so interaktiv. Let's Plays. Ja, ich schau mal, ob ich auf Tumblr irgendwas finde. Irgendwas Lustiges. Irgendwas Lustiges. Ich finde immer Camilla-Sachen, aber da möchte ich deine Menschen nicht mit vollballern. Mach dir einen eigenen Kanal, wo du einfach über Camilla-Fan gehörst. Das machen viele. Du wärst gar nicht, du wärst überrascht, wie erfolgreich das ist. Dann mach's auf Deutsch und Englisch und Frankreichisch. Ja. Frankreichisch. Frankreichisch, ja. Mit genau dieser Betonung. Die Frankreichisch. Frankreichisch und dann noch auf Spanisch. Auf Spanisch könnte ich vielleicht sogar ein paar Sätze raushauen. Oh verdammt, ich bin gegen ein Rohr gedonnert. Oh, jetzt bin ich gegen die Wand gedonnert. Oh, ich bin behindert. Ui, that's Pop. True. Ist das Cara Delevingne oder wie die heißt? Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Du weißt wahrscheinlich nicht mal, wen ich meine, ne? Nein, tut mir leid, ich bin generell auch gerade am Nachdenken. Oh, das hört sich aber gefährlich an. Mm. Oh, das kann dauern. Oder so. Oh, das hört sich aber gefährlich an. Ja. Schön, wenn man sich selbst oder seine Zuschauer oder beziehungsweise seine Mitkommentatoren disst. Ich finde sowas super. Im Prinzip bin ich nur der Gast. Deswegen mache ich dich aber trotzdem teilweise fertig. Mit Kommentar ta-ti-ta-ta-ta-ta-ta-tü-ta-ta. Gesundheit. Genau. Mhm. Gut, das war der Raum. Was suchst du? Dinge. Du musst jetzt erstmal zu dem Endgegner, also nee, Zwischenboss-Endgegner mäßig, damit du die Truhe kriegst. Ja, da will ich ja hin, aber ich. Ich finde den Weg nicht. Da musst du doch gleich hoch, oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Dieser so. Weg ist steinig und. Deine Mutter! Ja. Verdammt, das war fast cool. Das war unser Abschlusslied in der Realschule. Dieser Weg wird steinig und deine Mutter? Ja, genau der. Da musst du hin. Ja, hier wollte ich auch die ganze Zeit hin. So. Ich frage mich immer noch, was das mit deinem Skype-Hintergrundbild, Profilbild-Gedöns auf sich hat. Was? Mein Skype-Bild? Ja. Igoraptor hat ein neues Zelda-Video hochgeladen. Ach so, okay. Ich kann mir den Raum immer merken, weil es aussieht wie eine Hand. Und wir haben wieder schlechtes Internet. Wenn man denn mal die Karte anhätte. Und ja.
Wir haben sehr schlechtes Internet. Ich höre sie gerade aktuell nur noch. Und sehe alle 10 Frames. Und naja. Ich sabbel trotzdem weiter. Ja, mach du mal. Ja, du sabbelst ja auch weiter. Ich sabbel auch weiter, die ganze Zeit. Tu dir keinen Zwang an. Nö. Und übrigens, die Frosch-Quest, die mache ich nicht. Die Frosch-Quest gehört auch zu den Sachen, die echt ätzend sind. Weil du einfach noch 5000 Mal immer in den Dungeon rein musst. Genau. Und das ist ätzend. Mhm. Ich mag den Zwischenboss sowieso nicht. Der ist so zum Kotzen. Ich weiß nicht, ich bin kein Frosch. Oh, verdammt. Das wollte ja, sehr gut. Zeig dem Frosch, wo die Locken sind. Obwohl, es ist eigentlich nur im zweiten und im ersten und im dritten Dungeon, ne? Ist ja dann ersetzt. Nee, im ersten und im dritten. Ja, im ersten und im dritten, genau, das meinte ich. Im zweiten und im vierten ist er ja ersetzt durch den Magier. Zaurob! Fuck, ich wollte gerade noch weg. Zaurob, richtig. Obwohl, war das im vierten auch so, oder kam da nicht dieser komische... Ach nee, im vierten kam dieser Fledermaus-Heinz. Ja, der, genau. Obwohl, nee, bekam man von dem danach nicht den Dingens? Von dem bekam man den Master. Das war der Zwischenboss. Ich meine jetzt, von wem die Masterschlüssel gedingens sind, geschützt. Ach so, ja, nee, warte mal. Die Lichtpfeile sind von dem Ninja und von dem Fledermaus-Typen da, von dem kriegst du den Masterschlüssel. Ja, gut, dann haben wir das. Aber im vierten Dungeon gibt es trotzdem nochmal Zauber. Das stimmt. Lässt du mich jetzt mal hier raus, du Arsch? Danke. So gütig. Oh, weißt du, worauf ich mich jetzt auch schon überhaupt nicht freue? Worauf? Den Brunnen. Oh, der Brunnen ist eigentlich ganz lustig. Zumindest hier in dem Teil. Ja, genau. Da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Also hier in dem Teil finde ich den Brunnen eigentlich richtig nice. Aber bei Ocarina of Time, ey, da krieg ich jedes Mal Power-Packs. Da krieg ich ja schon Gänsehaut. Schafft! Da war wieder mein Stuhl. Hi! Mein Stuhl muss ich immer wieder in den Vordergrund drängen. Ja, ja. So ist das eben, ne? Ja, Stühle. Die meinen auch, die sind was Besseres. Mhm. Immer und immer wieder. Was würdest du eigentlich gleich nach dem Tempel direkt machen? Ich könnte rein theoretisch eigentlich dann direkt nach nach Dings. Genau. Ja. Weiß ich. Nach Ikana Canyon. So. Wann willst du Kafais Quest machen? So relativ zum Schluss. Und jetzt noch eine bessere Frage. Willst du eigentlich die Maske der grimmigen Gott... Boykotz. Boykotz sei. Ja, nochmal. Die Maske der grimmigen Gottheit holen? Weil dann bräuchtest du alle Masken. Das wäre eigentlich voll cool, aber... Vor allem, weil wir dann Oni-Oni sagen können. Ja, und wir haben noch nicht einmal Zora Zora gesagt. Ja, gell? Außerdem hatten wir ja auch eigentlich was vor. Mit der Uni-Maske. Stimmt! Oh Gott, du musst das eigentlich machen. Ja. Aber ich glaube, ich mache erstmal die ganzen Tempel, die ganzen Hauptquests und alles. Ja, danach kannst du immer noch... Du hast ja eigentlich schon sehr viele Masken. Warte mal, welche fehlen mir denn noch?
Und die kriegt man im Spielverlauf. Die... Ich weiß nochmal die Frage, welche das ist. Ah, die kriegt Kaffees Quest. Beziehungsweise die ist hier. Die eine muss ich mir kaufen. Die eine kann ich mir nicht mehr kaufen, die andere kriege ich auch bei Kaffees Quest. Die Maske in der Nacht? Ja, die meine ich ja, die muss ich kaufen. Die hier krieg ich auch im Spielverlauf. Also, eigentlich habe ich alle Masken voll. Ja, siehst du. Ich muss eigentlich nichts mehr großartig machen. Du musst halt nur noch die Maske der Nacht kaufen. Ja, und dafür habe ich ja schon und die große Börse. Und die Bomben, die Dinge zur Maske brauchst du noch. Genau, die Kaboom-Maske, die wollte ich mir auch noch holen. Ja, das haben wir beim letzten Mal wieder verkackt. Ja, weil ich da mein Schwert nicht hatte. Wir haben es nämlich versucht, offscreen, als wir den Spielstand retten wollten. Ja, aber dann habe ich intelligenterweise den Dieb mit dem Enterhaken angeballert und dann auf einmal, ja, ist er in Luft aufgegangen. Beziehungsweise ist explodiert. Peng. Ist der Dieb dann eigentlich komplett gestorben? Müsste eigentlich. Ich meine, dann müsste er in dem Zyklus gestorben sein. Das heißt, Kaffee hat keine Probleme mehr. Ja, gell? Okay. So, jetzt bin ich schon wieder hier. Aber ich muss erstmal jetzt mich wieder sortieren. Wo sind denn, beziehungsweise... Ich würde vorschlagen, du läufst generell eigentlich nur noch mit der Feenmaske rum. Warte mal, in dem... Also wo eine Fee ist, weiß ich. Wo ist die andere? Die müsste ja dann eigentlich da sein, wo ich... Warte, doch, ich glaube, ich habe alle Feen. Jetzt muss ich nur noch zum Endboss-Raum. Auch muss ich dafür auch noch was? Ja. Aber jetzt muss ich erstmal gerade gucken. Es ist ganz unten. Ist das der? Nein. Nein, ich muss nochmal den Dingsi umdingsen. Oh Gott im Himmel. Ich bin wieder mal hochgradig verwirrt, aber ich weiß wenigstens, was ich machen muss. Ich entschuldige mich für die kleine Pause bezüglich... ich muss nachdenken. Stellt ja, ich versuche dich dann immer nicht zu unterbrechen, wenn du nachdenkst. Ja, das hört sich nämlich gefährlich an. Nee, stell mal vor, das würde jetzt blind gespielt werden. Das wäre der Tod. Mhm. Dann würde ich ja permanent hier rumrennen. Ich weiß nicht, was ich mache. Stell mal vor, du musst den zweiten Tempel blind spielen. Ahahaha. Da freue ich mich, ein zweites Loch in den Arsch. Jo. Da fällt mir wieder was ein, was ich jetzt nicht sagen kann. Was denn? Da war ein weiteres Let's Play, was wir zusammen machen wollten. Ich schreib's dir. Schreib's mir mal gerade auf Skype. Ich hab nämlich das Fenster auf und seh's direkt. Jetzt hört man auch meine geile Tastatur. Pack, pack, pack! Ist das so eine Steinzeit-Tastatur? Nee. Aber man hört es trotzdem, weil das Mikro so gut ist. Ach ja, stimmt. Tatsache. Da war was. Ja, stimmt. Das kann ich aber, wie gesagt, auch schlecht im Let's Play sorgen. Ja. Sonst wird hier boykottiert. Ja, das wäre wahrscheinlich. Hast du dir eigentlich mittlerweile einen Grund genannt oder ausgedacht? Was heißt ausgedacht? Es gibt ja einen Grund. Nö, noch nicht. Ich habe erstmal andere Prioritäten. Ja, ja, ich weiß. Wir haben schon 2:30. Fast. Close. Das ist richtig.
Wann willst du eigentlich dieses Mal wieder aufhören? Oh, wieder gegen 4 oder halb 5. Oder so. Dann kann ich dir wieder die Audiodatei schicken. Yes. Und dann kann ich heute Abend wieder schneiden, weil bis heute Abend ist sie garantiert hochgeladen. Ja. Ich weiß nicht, die Datei von Outer City ist, glaube ich, kleiner als von Adobe Audition. Das kann allerdings sein. Also meine Outer City-Dateien sind immer relativ klein, wenn man es so nennen kann. Ich kann hier nur gerade nicht einsehen. Verbleibende Restzeit für Aufnahme. 814 Stunden und 3 Minuten. Ja gut. Das ist doch mal ein Machtwort. Ja. Und? Oh, geil. Ich hab gedacht, ich flatsche da jeden Moment jetzt drauf. Hier möchte ich gerne rein. Wer nimmt denn so lange bitte auf? Deine Mom. Ja, wahrscheinlich. Die nimmt dann, nimmt so lange Downton Abbey auf. Mhm. Kennst du Downton Abbey? Ich glaube, ich habe davon schon mal etwas gehört. Es ist eine Serie. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. So über, ich weiß nicht, ob es übers englische Königshaus geht oder so, aber auf jeden Fall über den englischen Adel. Und da spielt die Professor McGonagall mit. Ah, die mag ich voll, die Professor McGonagall. Ach du Hure! Und die ist einfach genauso angepisst wie unsere Professor McGonagall. Die spielt einfach immer so angepisste Rollen. Geil. Der das scheiße und der das geil. Du hättest einfach auch Pfeil und Bogen nehmen können. Ach, wieso? Ist doch alles viel zu einfach. So. Du musst immer den Hardcore-Mode spielen. Ja klar, Hardcore-Gombo-Mode. Hey, du dumme.